Dankeschön. Einen wunderschönen guten Abend und ganz herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Heute-Show. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Vielen Dank. Die erste papstlose Ausgabe der Heute-Show. Hatten wir noch nie. Ja, liebe Zuschauer, bevor wir uns nun dem ganzen deprimierenden Zeugs widmen, erstmal ganz herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Philipp Rösler, meine Damen und Herren. Ja. Happy Birthday, Mr. Vizekanzler. Fipsi Rösler feierte diese Woche seinen 40. Alberner Versprecher. Seinen 40. Geburtstag mit 1000 geladenen Gästen in Berlin. Komisch, meine Einladung muss in der Post irgendwie verloren gegangen sein. Die alte Frage, was schenkt man einem Mann, der so gar nichts hat, meine Damen und Herren? Das Geschenk von de Maizière war schon mal frech. Cool, ein potthässlicher Tarnfarbenbär. Den nehme ich als Türstopper im Gästescheißhaus. Aber dann der Gipfel der Geschmacklosigkeit. Was ist das denn bitte? Ist das ein Sarg mit Röslers Namen drauf? Tief soll er liegen, tief soll... Leute! Das schenkt sowas! Wir haben nicht rausgesucht, was das sein soll. Ne? Andererseits, ne, es wirkt geschmacklos, aber seine eigenen Parteifreunde wollten Rösler neulich noch politisch beerdigen. Ne? Aber wenn es umsonst was zu saufen gibt, dann kommen sie alle wieder angeschleimt. Heuchlerpartei, du! Womit wir auch schon bei der Heuchlermeldung der Woche wären, meine Damen und Herren. Angeblich, und ich sage es nochmal, angeblich ist die FDP jetzt auch für den Mindestlohn. Also sowas in der Art. Einen einheitlichen, flächendeckenden Mindestlohn? Nein. Wir können uns sehr wohl vorstellen, dass man das, was es heute beim Mindestarbeitsbedingungsgesetz gibt, das heißt das Hauptausschuss, zu einer Art unabhängige Kommission erweitert wird. Es gibt so etwas Großbritannien, nennt man dort Royal Commission. Sind Sie jetzt dafür oder für was? Das ist wirklich verblüffend. Immer wenn er Englisch spricht, kann ich ihn plötzlich verstehen. Also, der Teil, den ich verstanden habe, Schwarz-Gelb will so eine Art Mindestlohn im Sinne von gar kein Mindestlohn. Die wissen, der Wähler steht heute auf, diese eine Sache, wie heißt die sentimentale Scheiße noch? Gerechtigkeit. Ne? Also sagt man, wollen wir im Grunde auch. Dafür müsst ihr doch nicht die SPD wählen. Die Merkel macht das echt super clever. Ne? Erst nimmt sie Steinbrück das Thema Mindestlohn weg. Dann die Altersarmut. Und als allerneuestes klaut sie ihm auch noch das schöne Thema Homo-Ehe, meine Damen und Herren. Ist das gemein? Gnadenlos, die Frau. Themenklau ohne Ende. Ist gemein, funktioniert aber super. Ne? Die Union öffnet sich diese Woche, habe ich gelesen, sogar der Gleichstellung der Homo-Ehe. Die ganze Union? Nein. Ein paar Aufrechte wissen noch, wofür das C in ihrem Parteinamen steht. Ne? Nämlich nicht für Kunilingus, meine Damen und Herren. Ja, liebe Kinder, googelt das Wort ruhig mal zu Hause. Ein Aufrechter ist zum Beispiel Norbert Geis. Kennen Sie den? Er hier. Ja. Uraltes CSU-Urgestein. Los, Nobby, Attacke! Zunächst eine kurze Vorbemerkung. Unter homosexuellen Eltern habe ich mein Problem. Ich verstehe nach wie vor unter Eltern Vater und Mutter. Mhm. Und das andere ist mir zu konstruiert. Ja, das geht doch gar nicht. Das ist total konstruiert, ist das. Also, bitte Sie. Sehr konstruiert. Guckt auch so böse. Sehr konstruiert. Ne? Beim richtigen Paar muss immer mindestens einer dabei sein, der menstruiert, meine Damen und Herren. Meine Meinung. Übrigens, das nur noch mal fürs Protokoll, wird die Union vom Verfassungsgericht gezwungen, die Homo-Ehe gleichzustellen. Machen die nicht freiwillig. Ne? Nach dem Urteil, dem letzten Urteil, twitterte CDU-Frau Erika Steinbach, weiß nicht, ob Sie die kennen, die ist polnische Ehrenbürgerin und ich glaube, sie ist auch die Mutter von Eva Herrmann. Die twitterte, wer schützt eigentlich unsere Verfassung vor den Verfassungsrichtern? Und noch wichtiger,
Wer nimmt Erika Steinbach endlich das Handy weg, meine Damen und Herren? Na, immerhin. Die Frau heuchelt wenigstens nicht. Noch im Dezember war das hier die gängige CDU-Position. Ich glaube, dass es noch immer, und das sagen auch viele, viele Psychotherapeuten, dass es für Kinder schon das Beste ist, vor allem für Buben, wenn sie Vater und Mutter beide Elemente in der Erziehung haben. Ja. Also, nein, wirklich. Gerade für Buben ist das total wichtig. Ne? Bei Mädchen ist eh wurscht. Ne? Die heiraten irgendwann hoffentlich einen Buben. Naja. Wenn es nach unseren offensichtlich völlig durchgeknallten, drogennehmenden Verfassungsrichtern geht, dann dürfen Homosexuelle demnächst sogar Kinder adoptieren. Onkel Geis explodiert vor Wut das Sprachzentrum. Wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen? Das erste, was ein Kind sagt, ist Mama. Oder das zweite ist dann Papa. Papa sein. Also ja, aber es sagt nicht Mama, Mama und sagt nicht Papa, Papa. Es kann auch ein Kind Papa, Papa haben und Mama, Hammer. Was? Natürlich. Mama Hammer. Also bei aller Toleranz, da bin selbst ich dagegen, dass eine Frau ihren Hammer heiraten darf, meine Damen und Herren. Das ist wirklich krank. Hut ab für Norbert Efferhette Hammer Geis. Nebenbei auch der ungekrönte König des beleidigten Abgangs im Bundestag. Müssen wir darauf achten, geht immer so weg. Auch wenn ihm das diese Woche am Schluss schon wieder leicht vom Text her verrutscht, wenn Sie genau hinhören. Und es gibt fast keine Adoptionen, weil die Eltern, die ihre Kind zur Adoption freigeben, natürlich haben wollen, dass das Kind in einer vernünftigen Gemeinschaft lebt, nämlich bei Vater und Mutter und nicht bei Papa und Mama. Dankeschön. Ehrlich jetzt. Hat er doch recht. Ja. Ach so. Papa und Mama, wie pervers ist das denn? Ach, übrigens noch ein kurzes Wort der Warnung an unsere vielen homosexuellen Zuschauer. Wieso wollt ihr überhaupt heiraten? Seid ihr total bescheuert? Liebe Schwule, das seid ihr heute. Ich sage euch, 5 Jahre Ehe und ihr seht so aus. Ja! Glaubt mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ja. Das ist schön. Würde ich noch mal gut drüber nachdenken, ob ihr das wollt. Ne? Ein Ehejahr sind umgerechnet 7 Menschenjahre. Die Merkel pokert hoch. Das gibt Ärger zu Hause. Die Merkel pokert hoch, sage ich noch mal. Wenn die mit der Aktion, wenn sie das durchziehen, nicht mal Stammwähler verprellt. Besonders in der CSU ist man weiter strikt gegen die ganze Homo-Sache. Gut so, sagt Christian Ehring vom Interessenverband Bayern für mehr Homophobie. Christian, wichtigste Frage. Seit wann sind Sie denn Bayer? Seit dieser Woche. Ach. Aus Prinzip. Jawohl. Nichts ist schlimmer als geheuchelte Toleranz. Dann lieber ehrliche Intoleranz, die von Herzen kommt. Kruzi Türke noch einmal. Sakra. Wie war das? Sakra Dingens. Entschuldigung, ich bin erst seit 2 Tagen Bayer. Ja. Aber warum eigentlich um Himmels Willen? Wer wird denn freiwillig Bayer? Na, um ein Zeichen zu setzen natürlich. Nur damit die Merkel ein paar Stimmen im linken Lager abgreift, sollen ehrliche bajuwarische Urviecher jetzt plötzlich gut finden, dass, ich sag's jetzt einfach mal, dass derer Hinterlader heiraten dürfen. Was hat das denn noch mit Bayern zu tun, wenn sich Mann und Mann und Frau gegenseitig, ist ja auch egal, Himmi, Herrgott, Sackel, Zement, Sackgat. Ich habe mir irgendwo noch ein paar bayerische Flüche aufgeschrieben hier. Hören Sie mal auf. Sprechen Sie wie ein Mensch mit mir. Und erklären Sie mir lieber mal, was Ihr Freund Horst Seehofer damit gemeint hat. Was wir inhaltlich wollen, dass wir auch in der Zukunft Ehe und Familie in besonderer Weise schützen. Schützt die Ehe schützen? Vor wem denn bitte? Wieso bedroht es die Ehe, wenn Homosexuelle die auch haben dürfen? Die Ehe ist halt eine von Gott gewollte heilige Institution, mit der man Steuern spart. Und die Kohle, seien wir ehrlich, die Kohle reicht doch gerade so für uns Normale. Da kann man doch nicht hergehen und nur noch sackweise Geld in Schwule stecken. Sorry. Haben Sie blöd ausgedrückt? Ich hab's blöd ausgedrückt, ja. Ja. Die Formulierung war jetzt nicht ganz. Das hat er unglücklich formuliert, absolut. Ja, dieses heuchlerische Gelaber vom Schutz der Ehe. Wenn ihr die Ehe so toll findet, ja, dann freut euch doch, dass Homosexuelle da auch mitmachen wollen bei der Spießer-Institution. Die Ehe gehört aber uns.
Sapperlot, mir sind die, die sich bis an ihr Lebensende mit der gleichen dicken Alten vorm Fernseher zu Tode langweilen. Wollen Sie das jetzt auch noch nehmen? Nein, das können Sie auch gerne weiterhin tun. Ja, es macht mir aber keinen Spaß mehr, wenn die das auch dürfen. Felke, verstehen Sie das überhaupt nicht? Das bedroht den Markenkern der CSU. Mindestlohn geschenkt, ob da so eine Ostfriseuse 3 oder 4 Euro kriegt, in Gottes Namen. Aber Homo-Ehe, da ist für mich Feierabend. Homo-Ehe, da kann ich einfach nicht dahinter stehen. Blöd ausgedrückt. Schon wieder blöd ausgedrückt, wirklich. Was ist denn los heute? Reg dich aber auch auf. Christian Ehring vom Verband für mehr Homophobie. Ich sage Ihnen mal eins, gerade in der bayerischen Kultur, Herr Ehring, gerade in der bayerischen Kultur gibt es so Rituale, wo ich oft gedacht habe, so richtig hetero ist das aber auch nicht. Also bitte, Moment mal, Moment mal. Das ist sehr hetero. Heteroer geht's gar nicht, ja? Das sind einfach gut gebaute junge Burschen mit wunderbar